Servus und willkommen hier auf dem Kanal von AS Tutorials. Wir sind wieder bei einem Minecraft Bucket Plugin. Wir kommen zum Plugin Lift. Kurz ausgeschrieben, Lift, ein Lift-System, Plugin, was ein bisschen animiert ist, ist ein bisschen besser. Sieht man, dass man richtig hochfährt oder runterfährt, wie auch immer. Gut, wir laden uns hier die Version, ist zurzeit auf die 1.6.2, aber funktioniert ohne Probleme auf der jetzigen Version von der 1.6, was haben wir denn? 1.6.7, 1.6.2, 1.6.7, mein Gott, 1.6.2, 1.6.4. Auf der Version 1.6.4 funktioniert eigentlich ohne Probleme, weil es wurden dann nur ein paar Fixdateien von 1.6.2 auf 1.6.4 wurden Dateien gefixt, meine Herren. Also funktioniert das Plugin ohne Probleme. Einfach den Plugins-Ordner schieben, Server starten, Server stoppen, dann generiert sich hier der Ordner Lift. Dort gehen wir einfach mal in die Config. Ich lasse jetzt einfach alles unberührt. Wir haben jetzt zum Beispiel den Base Block Speed ist standardmäßig ein Iron Block, das heißt ein Eisenblock, und das ist dann hier der Speed mit 0,5. Lasse ich ganz einfach auch. Ihr könnt natürlich auch Diamanten oder das steht hier auch noch mal drin. Was gibt es denn für Blöcke? Genau, Eisen, Gold und Diamantblöcke, und da jeweils der Fixwert von den Speed. Permissions hat der eigentlich gar nicht. Gucken wir aber noch mal. Nein, Permissions hat er nicht. Also können wir gleich starten in-game. Das heißt, je nach Einstellung, Debug-Modus, wie auch immer, könnt ihr natürlich einstellen, wie ihr möchtet. Ich lasse jetzt diese ganzen Einstellungen einfach so bestehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Game. Ja, und da sind wir natürlich jetzt im Game. Ich bin natürlich hier auf meinem World Server. Und zwar haben wir hier früher mal ein riesengroßes Gebäude gebaut. Und da fehlt uns einfach noch ein, ja, das Lift-System. Das heißt, das haben wir jetzt schon installiert. Das heißt, hier oben ist zum Beispiel eine Aussichtsplattform. Und das möchte ich gerne, dass wir das mit einem Lift verbinden. Ist jetzt also auch ganz einfach. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal rein. Und dann sage ich euch noch, was ihr alles benötigt. Ne, ich muss jetzt, glaube ich, hier rum. Genau. So, ich gehe jetzt hier rein. Nichts Großes. Was wir jetzt benötigen, ist eigentlich Eisenblöcke. Wir brauchen einen Button, ist egal ob Holz oder Stein. Und wir brauchen natürlich noch Schilder. Gut, gehe ich jetzt einfach hier rein. No, jetzt muss ich mir nämlich hier erstmal. Na, komm schon. So. Können wir das jetzt hier erstmal hier abbauen? So, jetzt bauen wir uns einfach hier. Na. Einfach eine Plattform, so wie das jetzt hier auch ist. Jetzt noch hier eine hin, dort eine hin und dort eine hin. Achso, ne. Kommt nämlich eine höher. Ne, ist egal. Bauen wir jetzt einfach zu. So, das heißt, wir haben jetzt hier die Plattform, was aus Eisen ist. So, auf der, das heißt, ich gehe immer von der unteren, ist das 1, 2, 3. In der 2 setzen wir schon mal einen Button hin. Auf der 1, da nenne ich einfach jetzt, wie diese Etage heißt. Ich schreibe jetzt hier einfach mal für EG, für Erdgeschoss. Gehe auf Dann. Und dann werden wir hier einfach nur ein Schild, was wir leer lassen. Gut, wenn wir das haben, hat er noch keine Funktion. Das heißt, dafür gehe ich jetzt einfach in die nächste Etage. Ja, steht eigentlich hier schon. So, nimm einfach weg. So, das heißt hier, leer lassen, Button drauf. So, und das nehmen wir einfach, ja, wie es schon stand. Plattform, geht auf Dann. So, das heißt, das muss natürlich denn hier in dieser Ebene, das heißt, genau hier drunter,
Ne? Also hier generiert sich nämlich denn der Glasteppich, nämlich, wenn wir gleich hochfahren. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nein. Ja. Dann können wir zum Beispiel hier nochmal einen Hinsaal. Da setze ich zum Beispiel Technik. Gehe auf Dann. Denn einen Button drauf. Und das Schild lasse ich auch einfach leer. Gut. Wenn wir das eigentlich haben, dann können wir jetzt hier drüber einfach jetzt auswählen, welche Etage wir haben, in dem Sinne Plattform oder Technik. Zum Beispiel in die Plattform, klick auf den Button und dann fahren wir hier ohne Probleme nach oben. Das heißt, der wird umgangen und bleiben dann hier stehen. Gut, haben wir hier den Teppich. Ja, dann kann ich hier rausgehen und dann hier hinten, ja, hier hinten ist dann die Plattform. Gehe ich jetzt nicht ein. Ja, den kann ich natürlich auch hier. Erdgeschoss oder Technikraum. Klicke einfach runter. Dann bleibe ich auch nur in dem Technikraum. Und dann haben wir hier die ganzen Technik, was eigentlich so noch zum Gebäude gehört. Und hier natürlich nochmal zum Erdgeschoss. Also, ja, dann gehen wir wieder ganz runter. Bis zum Erdgeschoss. Ja, so ist eigentlich das Plugin eigentlich sehr, sehr simpel, das Plugin, aber auch auf jeden Fall eine sehr nützliche Funktion, dass man in Minecraft auch ein bisschen was Animiertes hat. Außer, ich glaube, das hatte früher Volzbock, heißt ja jetzt Kraftbock wieder. Da ist es einfach nur, wird einfach teleportiert von eins nach, ja, von oben nach unten. Sieht ein bisschen unrealistisch aus, aber das schon ein bisschen realistisch. Ja, und sollte euch das Plugin natürlich gefallen, so würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Solltet ihr natürlich Fragen haben, so postet einfach in die Kommentare oder geht auf meine Page unter www.mc-inp.de. Schreibt das oder füllt das Kontaktformular aus oder geht direkt über mein Forum unter www.mc-imp.de/forum. Kommt da direkt in mein Forum, registriert euch dort und stellt auch dort eure Fragen. Würde mich auch so freuen. Also bis dann, bye bye, euer Eis von Eis Tutorials.